da, der noch mischt. Der noch mischt. Wow, so, ich will erstmal vielen, vielen lieben Dank an alle sagen. Ich find, das, fand das da jetzt super schön, hat mich sehr berührt, dass ihr euch alle geöffnet habt. Ich will da halt vielleicht sagen, du hast so schön gesagt, das bringt nichts. Oder ne, es passiert. Was denn? Es passiert generell hier, dass wir so wenig sind, dass wir irgendwie nichts machen. Mein Blickwinkel dazu ist. Ich sag ja nicht, dass nichts geschieht. Ich sag ja nur, dass. Ja, halt, wie es. Ne? Das war jetzt nur so. So nee, ich meine, es bringt nichts nur über den Frieden immer zu reden. Es bringt nichts nur über den Frieden immer zu reden. Man muss genau. Leute animieren. Danke. Genau, das meinte ich. Und das war jetzt, sag ich halt mal, was sind so meine Wünsche. Meine Wünsche ist eigentlich genau das, was jetzt hier passiert. Und ich empfinde das als was passiert. Dass nicht nur über den Frieden reden, sondern dass es überhaupt mal, dass wir anfangen, miteinander wieder zu reden, uns zuzuhören, die ganz einfachen Basics, ja, dass das wieder passiert. Und da bin ich ganz froh drum, dass das erstmal startet. Was genau draus wird oder wie, bin ich ja froh um jeden, der irgendwie Ideen mit reinbringt. Und wir alle, dass wir die Ideen alle in den Kopf werfen, was können wir tun, was können wir machen. Und ich habe jetzt einfach mal so ein klein bisschen mitgeschrieben, was ihr denn so gesagt habt und möchte einfach mal ein paar Sachen vorlesen, so einen kleinen Überblick einfach schon mal. Das waren dann einmal die Wünsche, da ist immer wieder auch Gewaltfreiheit auch gekommen auf verschiedenen Ebenen, sich gegenseitig kennenlernen, ein neues Miteinander, keine Machtspiele mehr mit dem Herzgefühl, was an sich selbst verändern, zuhören, hätte ich mal schöner geschrieben. Ich muss das nächste holen, das da kann ich nicht lesen. Also Austausch und Aufklärung, viel Liebe, Moral, Ethik, bewusster Konsum, eigene Verantwortung übernehmen, zusammenhalten, sich gegenseitig gleich behandeln, Weltfrieden. Das sind jetzt alles Themen, die sind eigentlich eher auf der Gefühlsebene als jetzt direkt auf der Verstandsebene. Aber ich fand das super interessant, dass das von so vielen Menschen kam, weil ich glaube, das zeigt, wo es eigentlich hingeht. Keiner von uns hier hat, so wie ich das mitgekriegt habe, den genauen Plan, wie es jetzt weitergehen könnte, oder? Also ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass es viel mit dem Miteinander und mit dem Wie gehen wir die Sache an zu tun hat, als mit dem schon vorher zu wissen, was wir genau tun. Ja. Zu den einzelnen Themen gab es dann jetzt Zwangsarbeit, Gewalt, Lebensmittel wieder selbst herstellen, Ernährung, ein Systemausstieg, Vernetzung, Hierarchien abschaffen, transparente Aufklärung, Selbstversorgung autark legen, alte Denkstrukturen abbauen im Kopf, der Konsum auch nochmal, das Geldsystem wurde mit am meisten genannt, die Drogenpolitik, psychoaktive Substanzen wurde genannt, grundlegende Systemveränderungen, dann die Thematik, die Mahnwache hier, wie gestalten wir die, was können wir hier noch machen, dass es einfach immer mehr werden, was können wir konkret hier tun, Tierschutz war mit drin, System verändern nochmal, Eigenverantwortung, Frieden in mir, also die, den Weg zu sich selbst finden, wie kriegt man das irgendwie hin, das haben ja manche irgendwie schon anscheinend ein bisschen besser raus als andere, kann man sich da irgendwie helfen, Alternative, echte Heilmethoden wurde angesprochen, dann das Thema Deutschland, Solidarität, Deutschland, dort die Rechtslagen, Friedensverträge und was ich sehr interessant fand, das wurde glaube ich ein bisschen wenig Beachtung wurde dem beschenkt, dieser Übergang, dieser Aufwach, ich nenne es mal dieser Aufwachprozess aus der Matrix, wer den schon durch hat, der weiß, das geht richtig an die Substanz. Und wisst ihr, was der Mist ist? Die allermeisten haben das noch vor sich. So. Und da brauchen sie starke Menschen, die ihnen schon sagen können, nee, es geht trotzdem weiter, auch wenn es erstmal so aussieht, als ob die Welt total zusammenbricht. Ja? Und das fühle ich, dass das hier gerade passiert, dass wir daran arbeiten. Was haben wir noch? Freie Presse und dann halt auch, dass man Aktionen unterstützt von Organisationen, die schon da sind, was weiß ich, Attac, Occupy, was es da alles gibt und so weiter, dass man natürlich auch auf andere Demos gehen kann. So. Das war jetzt mal so ein grober Überblick. Ich weiß nicht, ich glaube, heute bringt es jetzt nicht viel, wenn wir da jetzt wirklich in jedes einzelne Thema schon reingehen. Ich glaube, ich muss das auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Eine Sache noch, wer nicht möchte, dass auf dem Video gezeigt wird,
bitte Bescheid sagen mir, dann tue ich das rausschneiden. Ja, wir haben das ja alles mitgefilmt, also wer es nicht möchte, sagt Bescheid. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch, wie wir jetzt weiter vorgehen, es kommen ja jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Vorträge, ein, zwei Leute wollten noch was sagen. Was haltet ihr davon, wenn wir das wirklich so machen, dass wir auch die Vorträge im Kreis machen und hinterher gleich das Mikro umgeben und dann halt themenbezogen über die Sachen ein Austausch stattfindet? Wie sind die Meinungen? Wobei ich will halt gar nicht hier der Moderator sein, der irgendwo dazwischen springt oder so, aber wir können darauf achten, dass es nicht zu einer Diskussion, dass wir uns, ne, dass wir hier gegeneinander und uns anschreien, sondern dass jeder Blickwinkel gleichermaßen erstmal wertig und gültig ist und dass einfach ein Austausch entstanden kommt. Und dann vielleicht die Achtsamkeit darauf lenken, was können wir für Lösungsvorschläge erarbeiten? Was können wir wirklich tun, dass sich wirklich mit der Zeit diese Veranstaltung hier montags vielleicht darstellt als etwas, wo wir konkrete Ergebnisse präsentieren können, die wir hier gemeinsam erarbeitet haben, die wir auch zwischen den Mahnwachen, Frieden machen ist nicht nur montags, zusammen irgendwie arbeiten für die Leute hier in Saarbrücken und uns alle, dass es irgendwie eine neue Richtung gibt. Was haltet ihr davon? Ich weiß ja nicht. Ja cool, ich finde das geil. Ich finde, das fühlt sich saugut an. Und bevor wir jetzt, ich würde jetzt vielleicht ganz gerne, ich fand die Idee von Frank super. Wenn ihr Bock habt, kommt mal nochmal alle in den Kreis. Und wenn ihr mögt, ich weiß nicht, habt ihr Bock, mir kommt das Lied wieder in den Kopf hier, wir sind eins. Das würde ich vielleicht gerne spielen nochmal, wenn ihr Bock habt. Ich glaube, das passt zu sowas ganz gut. Und ansonsten einfach mal beieinander kommen und auch gern hinter dem Lied hinterher einfach mal ein bisschen beieinander in der, an der Hand halten und zusammenkommen und euch reinführen. Genau, von hier hinten kommt ihr auch gerne, wer möchte. Mal einmal einen Kreis machen, mal eine Hand holen, einfach ein bisschen die Energie spüren, die wir hier eigentlich haben. Es ist ja nicht, dass hier nichts passiert. Wir sind hier nicht alleine. Kreis ein bisschen vergrößern. Ja, das darf ich auch. Danke, das hatte ich verstanden. Bräuchte man noch mal einen Mikrohalter. Oh. Oh. Und ich brauche noch Batterie.